Können 30.000 Krebstote pro Jahr verhindert werden mit der Wunderwaffe Vitamin D? Ich habe das geklärt in einem Interview mit Dr. Med. Raimund von Helden. Und wenn euch das Thema Vitamin D interessiert, dann abonniert auch diesen Kanal. Und jetzt viel Spaß bei diesem tollen Interview. 30.000 Krebstote weniger durch Vitamin D. So in der Art hat das die Bild-Zeitung vor einigen Tagen betitelt. Es wird überall auch verbreitet gerade. Kannst du was darüber erzählen, Raimund? Was steckt hinter dieser Meldung? Ja, hallo Lars. Dahinter steckt eine Studie aus dem Krebsforschungsinstitut Heidelberg, also ganz renommiert. Professor Brenner hat ein junges Team. Er selbst erscheint, glaube ich, als fünfter Autor. Das haben also andere die Datenarbeit gemacht. Die haben also eine Metastudie gemacht, viele Daten eingesammelt, verwurstet. Und das Ergebnis war, dass wir große Vorteile hätten, wenn wir die Menschen mit Vitamin D versorgen. Das Besondere an der Studie, was ich eben anmerken möchte, dass eben hier auch nur mit kleinen Dosierungen gearbeitet wurde. Das heißt, vorhandene Studien haben mal allenfalls 2000 Einheiten gegeben und haben dadurch eine Krebsrisikoabsenkung von 12%. Ja, ja, wenn wir aber sagen, okay, es hilft, warum sollen wir den Vitaminspiegel nur von 25 auf 30 heraufsetzen, um den Erfolg zu ernten? Warum gehen wir nicht auf 80 oder 100? Da haben wir eine viel bessere Genregulation. Das ist ja über gentechnische Untersuchungen schon nachgewiesen worden. Dann hätten wir vielleicht nicht nur 12, sondern 50 oder 80. Also diese 30.000 ist im Grunde eine plakative Zahl. Die können wir uns merken. Und 30.000 ist natürlich auf die Bundesrepublik gesehen relativ wenig. Gestern hörte ich, 60.000 sterben durch Feinstaub. Ja, vielleicht ist da auch Vitamin D-Mangel gleich mit drin als Kofaktor der Sterblichkeit. Also wir haben hier einen Schritt in die richtige Richtung und das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Sehe ich genauso. Welchen Spiegel würdest du denn so empfehlen für eine optimale Versorgung mit Vitamin D? Gerade in dem Fall, wenn Krebs in der Familie liegt oder man vielleicht auch mal ein Leben geführt hat, wo man sich krebserregenden Stoffen ausgesetzt hat. Was für einen Spiegel würdest du empfehlen, was die Leute wirklich einstellen sollen, damit sie optimal versorgt sind? Mit mir unterwegs sind ja Zehntausende, die diese Entwicklung verfolgen und auch selber ihre Beiträge geben. Wir sind unterwegs und wissen noch gar nicht, an welchem Ziel wir ankommen. Und insofern sind die Empfehlungen auch immer wie in der echten Wissenschaft, also an der Front, noch nicht so ganz endgültig und in Stein gemeißelt. So vor über 10 Jahren hieß es, 40 bis 60 ist so das Minimum, was man haben sollte. Wir wissen inzwischen, dass wenn man den Vitaminspiegel von 40 auf 80 setzt, dass wir 4-mal mehr Genregulation haben. Und das ist dann letztendlich der Spiegel, den die Menschen haben, die quasi mit Lendenschurz auf der tropischen Palmeninsel leben. Die haben solche Spiegel mit dauertropischer Besonnung quasi auf Steinzeitlevel. Da braucht man eben kein Kinderhospiz zu bauen wie in Deutschland, ja, weil da diese ganzen Krebsraten deutlich runtergesenkt sind. Und diese Leute haben dann selbst bei Atombomben versuchen, werden die, obwohl sie da auf diesen Inseln bleiben, haben sie nicht die Leukämien wie die Engländer und Amerikaner und Franzosen auf den Kriegsschiffen, die sich die Atombombenexplosion aus 50 Kilometer Entfernung angesehen haben. Die haben dann heute alle Leukämien, weil für die Strahlung bei schlechtem Vitaminspiegel viel stärker ist. Also wir haben hier ein universelles Schutzsystem. Und ich habe eine Grafik gebaut, die lebt, dies in Echtzeit zu verfolgen, vitamindkonfetti.de. Ein Wort, vitamindkonfetti.de. Wir haben Konfetti-Punkte, passend jetzt zum Karneval, wo also jeder Nutzer sagen kann, okay, grün, mir geht es besser oder mir geht es schlechter, roter Punkt. Und wir sehen dann, mit welchem Spiegel er welches Wohlbefinden erreicht im Laufe der Jahre. Und Tatsache ist, wenn man auf diese Grafik blickt, dann sieht man in diesem Bereich von 60 bis 100, wo meine Empfehlung hingeht, das sind praktisch nur grüne Punkte. Also die Leute, die längere Zeit dabei sind und die hier ihren Spiegel hochgesetzt haben, die sind damit zufrieden. Das wäre die Empfehlung. Und die 100 erscheint einem immer so als Schallmauer. Da kann ich sagen, ich sehe in meiner Praxis viele Leute, die eben 120, 130, 180 haben, wo man den um Gottes Willen vergiftet, ja. Aber guckt man auf das Calcium, das ist völlig ungerührt.
guckt man auf den Kreatininwert, der ist sogar besser geworden, die Nierenfunktion. Also es passiert da nichts, wenn man mal Richtung 200 tendiert durch eine Fehldosierung. Aber ich sag mal, wenn man diesen vitamin-d-simulator.de benutzt, dann kann man die Vergangenheit rekonstruieren, man kann feststellen, wo man gerade ist und auch die Zukunft planen. Und angesichts der vielen, vielen tausend Packungen, Millionen Packungen von Medikamenten, muss man sagen, ist das einzige Medikament, was man selber monitoren kann. Wie ist das denn mit deiner Blutdruckmedizin, mit der Diabetesmedizin, mit den Antibiotikern? Denkt da jemals jemand über den Wirkspiegel nach, der ja auch dann benutzt wird? Das gibt es gar nicht. Also Wirkspiegelbeobachtung, es ist ein extra Luxusservice, den wir gerade bei einem Vitamin gar nicht mal so sehr nötig hätten, aber wir haben ihn. Und wegen dieser perfekten Steuerbarkeit kann ich eben sagen, ja, kann man sich eben an diese besseren Werte rantasten und muss auch nicht ständig kontrollieren, weil da echt nichts passiert. Es gibt Vergiftung, okay, bei 800. Und da geht auch nicht die Niere kaputt, sondern stärkerer Durst. Und das ist auch alles reversibel. Wir können hier durchaus den Menschen in einen paradiesischen Zustand versetzen, das verlorene Paradies quasi über den Vitaminspiegel wiederherstellen. Also ich sag mal, Plan A, im Lotto gewinnen und eine eigene Insel kaufen. Plan B, für 20 Euro Vitamin-D-Spiegel hochsetzen. Sehr gut, sehr gut. Ja, prima, da hast du mir meine Frage auch ganz toll beantwortet. Die Leute, die sich für deine Videos interessieren, sollten jetzt auch nochmal rübergehen auf deinen Kanal, dich abonnieren, uns auch abonnieren. Wir werden öfters ja nochmal Videos machen und ja, wir verabschieden uns schon mal von euch. Bis bald. Ja, tschüss.